Herzlich willkommen, eure Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ich habe hier schon mal die die Kammusche gefunden und Johannes ist wieder da. Hier, nimm mal ruhig. Ich hoffe, wir kriegen mal wieder ein neues Rezept. Ich bin gespannt. Und Leute, es ist so warm. Ich war heute schon schwimmen tatsächlich. Um 8 Uhr noch was. Ja, aber drin, ey. Oh. Ja, schrecklich, Leute, schrecklich. Ich mag so ein Wetter nicht. Außer ich würde am Meer leben, dann mag ich sowas. Aber so nicht. Ja, mir ist es auf jeden Fall viel zu warm, ey. Und deswegen habe ich die Insel auch nicht weiter bearbeitet. Denn dazu hatte ich überhaupt keinen Lust. Ich habe Angelköder gestern noch gesucht. Ich habe mir gestern die Frage... Oh, Goldgeschirr, cool. Goldgeschirr könnte cool sein. Ob ich Insel weiterbauen soll oder Köder suchen soll für den nächsten... Oh, Nixenschrank, cool. Dann habe ich mich aber dafür entschieden. Ach komm, ich buddel nur was aus. Das reicht für heute. Ja, und mehr habe ich heute nicht gemacht. Genau. So, Rainer ist wieder hier. Melinda schenkt dir uns was Neues. Ja, ja, ja. Ja, habe ich. Oh, okay, fand ich. Ich bin auch müde. Bin alles heute. Ich bin alles. Gestern habe ich nur Serien geschaut, ja, und mich die ganze Zeit mit meiner Wasserflasche angesprüht. Warte, den nächsten Schrank bauen wir gleich. Oh. Nee, nicht mein Wetter, wirklich nicht. Ich liebe Kälte. Oh, hallo, habt ihr was Schönes? Sieht nicht danach aus. Muss ich was verkaufen? Ach nee, ich habe noch Platz. Hab noch Platz. Muss ich irgendein Gebäude abreißen? Oh mein Gott. Ich bin zu faul. So, wir gehen jetzt hier rein. Wir besuchen heute auf jeden Fall den neuen Bewohner. Oder die neue Bewohnerin. Bin ich gespannt, wie ihr die findet. Ich weiß gerade nicht. Ach, ich wollte den nächsten Schrank machen. Was brauche ich denn dafür? Gold. Oh, Goldgeschirr ist echt schön. Perle, Riesenmuschel, Koralle, S. Okay. So. Ich hoffe, ich kann mir das. Ich kann mir das merken. Mein Gott, ne, mein Gehirn ist auch durch, Leute. Ich habe gestern, glaube ich, 3 Serien beendet. Koralle war es. 3 reichen vielleicht nicht. Riesenmuschel. Und das waren 4, ne? Perle, Riesenmuschel, Koralle und noch irgendwas. Sanddollar? Was? Sanddollar? Ja, ne? Ich glaube schon. Wir probieren es aus. Och nein, meine Werkbank ist ja nicht mehr hier. Oh nee. Oh, die hole ich aber direkt wieder, ey. Was wollte ich sagen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Achso, ich habe gestern 3 Serien beendet. Einmal Free, die dritte Staffel, ist auf Animax oder so, auf Amazon, ist so ein Channel für Anime-Serien. Bin dabei auch gerade nochmal Sword Art Online zu schauen. Hä? Habe ich die Werkbank hier im Inventar? Nee. Wo habe ich die hingestellt? Oh Mann, ich hasse mich. Wo ist die Kacke? Ach, da steht die doch. Oh, bin ich blind. Dann habe ich, The Promised Neverland geschaut. Sowas ähnliches wie Peter Pan, nur im Anime-Style. Und mit Monstern und sowas. Das war auch richtig cool. Ich freue mich auf die zweite Staffel. Free war außerdem auch sehr, sehr cool. Ich liebe ja diese Schwimmserie, diesen Schwimm-Anime. Auch wenn ich früher dachte, das ist glaube ich eher was für Mädchen oder sowas. Weil man halt die ganze Zeit nur oberkörperfreie Dudes sieht. Aber die Serie ist viel, viel mehr als das. Wirklich. Nee, Siri, ich habe dich nicht gerufen. Dann habe ich gestern noch High Seas, also Hohe See, auf Netflix gesehen. Die dritte Staffel war spannender als die erste, würde ich fast sagen. Als die zweite weiß ich nicht mal ganz hundertprozentig. Aber die war gut.
Aber die ist noch ein bisschen unbekannt, zumindest hier in Deutschland. Aber trotzdem 3 Staffeln, super. So, ich habe außerdem die Meeresschuhe da gefunden, bekommen, den Tisch. Der Tisch ist neu und das war's, glaube ich, dann mit neuen Sachen. Nixon-Schrank und Mini-Werbung. Okay, Nixon-Schrank. Oh, der ist auch schön, oder? Der ist auch schön, ja. Gefällt mir sehr hier. Sehr schön. Einrichten tun wir später. Ne, wenn wir alle Möbel haben. Ich bin gespannt, wie viel noch fehlt. Ich habe keine Ahnung. Ach stimmt, heute ist der Wochenende, ne? Da wollte ich eigentlich ins Schlummerland. Ach Leute. Mein Gehirn ist so banal. Das machen wir nächste Woche am Wochenende. Okay, danke. Danke. Dann habe ich gestern noch die neueste Folge von SAO angeschaut. Sword Art Online Alicization War of Warlord? Nee, ne? Irgendwie so. Underworld. Das war richtig geil wieder. Oh, irgendwie, ne? Diese neueste Staffel, ne? Die hat mich irgendwie total. Die ist zwar wirklich sehr, sehr brutaler als alle anderen Staffeln, aber die ist echt cool. Ich wollte zu Henrike, ne? Ach, wo wohnt die denn? Kart. Ach nee, dann spoilere ich euch ja. Wohnt hier vorher? Ach nee, Thomas ist ja noch neu. Nee, Henrike muss da hinten wohnen. Och, Alter. Ich brauch Urlaub, Leute, Urlaub. Ich brauch Kälte wieder. Oder ein Meer mit viel Wind. Dann würde ich mich nicht beschweren. Und so wir? Oscar? Edda? Nee, Hennes. Ob ich hier denn noch Häuser stehen, wenn es hier von keins ist? Da steht noch ein Haus, hier hinten auch. Okay, hier. Dann gehen wir mal rein. Guten Tag! Hey Moritz, danke nochmal für unser Gespräch neulich auf dem Campingplatz. Du hast recht gehabt, diese Insel ist eine Wucht. Da konnte ich gar nicht anders als auch herzuziehen. Ich packe hier jetzt erstmal aus und dann quatschen wir 2 Schnuckis weiter, okay? Ja, ich würde sagen, das ist unsere neue Mischka. Sie erinnert mich ein bisschen an Mischka. Weiß nicht warum. Aber irgendwie, weiß nicht, ne Mischka? Ich hoffe, dir geht's gut hier. Okay, Leute, dann war's das für diesen etwas kürzeren Part. Aber Leute, ich bin fertig für heute. Oh, wir können zum Abschluss nochmal mit Misusu reden, finde ich. Oh, König, wie schön, dass du dir Zeit nimmst, mich zu begrüßen, Träum. Ich weiß, jedes Mal ist die Stimme anders. Manchmal ist mir das Inselleben etwas zu entspannt. Man muss sich die Tage irgendwie strukturieren, sonst fließen sie nur dahin. Hast du auch mal neue Texte? Nanu, stimmt etwas nicht, Träum? Das Märchenkleid, das ich trage, ist eher etwas für kleine, süße Mädchen, oder? Ach, jetzt nagen doch tatsächlich Zweifel an mir. An mir, der großen Mode-Expertin, Träum. Oh, kann ich etwas für dich tun, Träum? Vergiss nicht, dass heute Abend um 19 Uhr das Feuerwerk beginnt. Es wäre eine regelrechte Schande, sich dieses festliche Ereignis entgehen zu lassen. Oh, sorry, das werde ich mir entgehen lassen. Okay, danke schön, Mischka. Wir sehen uns dann. Bald wieder. Was ist das denn da? Achso, vom Campingplatz. Okay, Leute. Das war's dann mit Anime. Wir können noch das Gemälde abgeben. Von Rainer. Das können wir auch noch machen, stimmt. Oder kommen wir tatsächlich auf 10 Minuten. Aber ich höre doch eh keine Werbung, deswegen bringt mir in die 10 Minuten auch nichts. So. Oh, hallo. Hallo. Huch, huch. Oh je, ich bitte im Ballon. Guten Morgen, Moritz. Willkommen im Museum von Nimmerland. Wie darf ich Ihnen dienen? Ich will etwas stiften. Fabula, was gedachten Sie denn zur Verfügung zu stellen? Ja, ein schönes Gemälde. Was? Ist das etwa? Ein schön Gemälde. Authentisch und verfälscht. Kein Zweifel. Welch herrlicher Anblick. Mehr noch, als ich je zu träumen habe. Ich werde dieses edle Stück mit äußerster Sorgfalt behandeln. Zudem werde ich einen Hinweistelefon installieren mit wissenswerten Informationen. Bitte schauen Sie sich bitte mal vorbei. Kann ich Ihnen noch irgendwas anderem behilflich sein? Oh, Leute. Ich bin so. Oh nein. Oh, Leute, wir müssen jetzt schnell machen, ja? Ich habe.
zu sehr aus der Nase gepustet. Ich glaube, ich habe gerade Nasenbluten. Ah, es geht noch, Leute, es geht noch. Ist kein Nasenbluten? Ist kein Nasenbluten. So, noch nicht. Ich hatte nämlich gestern Nacht, beziehungsweise habe ich heute Morgen bemerkt, dass mein ganzes Kissen voller Blut war. Ich dachte mir so, cool. Ah, das ist das schöne Gemälde. Schön Gemälde. Die Geburt der Venus. Sandro Botticelli um 1485 Tempera auf Leinwand. Ein Gemälde der römischen Göttin Venus, die nach ihrer Geburt in einer Jakobsmuschel auf dem Meer treibt. Man sagt, der Name Botticelli sei dem Bruder des Künstlers aufgrund seines Körperbaus verliehen worden. Angeblich soll seine Statue ein wenig an ein Festchen erinnert haben. Doch wieso sein Bruder Sandro diesen Spitznamen übernommen hat, bleibt nur für immer ein Rätsel. Okay, Leute, das war's dann mit Anime Crossing für heute. Wir sehen uns morgen wieder bei Harry Potter und bis dann, euer Kamitaut rein und ciao.